Im Ortsteil Zuberbach der Gemeinde Weiden bei Rechnitz könnte das Leben schön und ruhig sein, wenn nicht täglich schwere Lastwagen durchs Dorf fahren würden. Täglich von früh bis zum späten Abend fahren die LKWs durch Zuberbach. 47 Häuser sind direkt betroffen. Bei denen fahren die LKWs direkt vorbei und 19 Häuser sind nur durch den Bach von der Durchfahrtsstraße getrennt. Das Leben in Zuberbach wäre wie im Paradies, wenn da nicht die Lärm... ...und Staubbelästigung durch die LKWs wäre. In Zuberbach haben sich einige Bewohner zusammengetan und auch eine Verkehrszählung durchgeführt. Die Zahlen sprechen für sich. Täglich fahren bis zu 99 LKWs Schotter durch den Ort. Auch Unterschriften wurden gesammelt und an Bürgermeister Wilhelm Müller übergeben. Dann Teufel, ja, danke, dass du die Zeit nimmst für uns. Du warst das Problem, ich habe das schon am Telefon geschildert, mit dem Schwerverkehr. Wir haben eine Unterschriftenaktion gemacht. Wir haben aus Zuberbach mehr als 100 Unterschriften von fast 70 Haushalten. Wir haben auch eine kleine Verkehrszählung gemacht. Wir wissen, dass rund 27% des Gesamtverkehrs nur Schotter-Lkw nach Rumpersdorf zurück sind. Ja, damit macht der gesamte Schwerverkehr in Zuberbach mittlerweile mehr als ein Drittel aus, den wir haben. Es gibt dadurch Beeinträchtigungen, wenn man mit den Leuten redet, sie können davor zum Teil nicht mehr schlafen, weil sie um 6 Uhr schon anfangen zum Fahren und es fährt nicht alle Ausbauung durch, es fahren dann 5, 6, 7 hintereinander durch. Ja. Leute beschweren sich, dass es auf einmal Verschmutzungen gibt an Häusern, auf Terrassen, die wir vorher nie hatten. Ja. Und wir bitten dich einfach als Bürgermeister, den Gehör zu schenken und alles, was in deiner Macht zu tun, um die Lebensqualität für die Zuberbacher wieder herzustellen. Das ist eigentlich unser anderes Anliegen. Wir haben es. Ich darf dir die Mappe übergeben. Ja, da drinnen findest du Schreiben. Wir haben da alle unterschrieben, die da heute übergeben. Ja, die Unterschriftenliste und die Verkehrszählung, die wir an 7 Tagen durchgeführt haben, ist auch mit drinnen für dich. So, Bob, ja. Bitte dich vielleicht auch noch um ein paar Worte Ortsvorsteher. Ja, gerne. Also wir sind eine kleine Ortschaft mit 130 Hausnummern, das jetzt einmal sagen. Und es siedeln sich immer wieder Leute von Wien und von Graz an. Aber warum? Wir haben kein Gasthaus, wir haben kein Geschäft, kein Ort sowieso nicht. Also ich glaube, die kommen wegen der Ruhe her. Und das ist zurzeit mir nicht so gegeben. Und ich fürchte halt als Ortsvorsteher, dass das Problem dann überhand nehmen wird und die leeren Häuser mehr nicht gekauft werden. Aber ich weiß, dass sich der Herr Bürgermeister für uns einsetzen wird. Das ist ja schön laut, was ich gehört habe. Und da bin ich froh, Dinge, dass da was geschieht. In diesem Sinne noch einmal danke, dass du dir kurz die Zeit genommen hast bei uns, Bürgermeister. Ja, gerne. Aber wie gesagt, wir sind echt mittendrin. Eine längst überfällige, wiederkehrende, alle paar Jahre Verkehrsbefahrung, wo auch auf die Verkehrszeichen in erster Linie behandelt werden, schauen, ob was ergänzt gehört, und dazu sind ja die Polizei, die Sachverständigen des Landes dabei und der Verkehrsverhandler von der Bezirksamtschaft Oberwart. Die haben sich jetzt das angeschaut, jetzt den ersten Teil da in Zuberbach. Wir haben jetzt die anderen Ortschaften gemacht, Zuberbach ist jetzt als letztes dran, und es werden, so wie es der Sachverständige gesagt hat, ist, also der Verhandlungsleiter gerade, ja. Es gibt ein Protokoll dann drüber. Der Sachverständige hat gesagt, es werden aber erst eher im Frühjahr Verkehrsmessungen dann durchgeführt, wo da 2 Wochen in etwa dann Zählgeräte aufgestellt werden und dass das dann auch amtlich ist. Und was dann da rauskommt, kann ich nicht genau versprechen, aber wie gesagt, das ist was im Laufen. Aber es ist schön, dass sich etwas tut, ja, dass man darauf Rücksicht nimmt und dass hier das ganze Thema auch von eurer Seite her angegangen wird. Weil wir haben ja doch 2 markante Punkte. Das eine ist die Brücke und das andere ist Fuhren bei der Kirche fuhren, wo es immer wieder auch zu gefährlichen Punkten kommt aufgrund des Lkw-Verkehrs und des
wir froh sind, dass bisher noch nichts passiert ist. Ja, wir haben auch heute schon in der Früh mit dem Betreiber des Steinbruchs ein Gespräch gehabt, weil er zufällig fast zeitgleich eine Verhandlung im Steinbruch angesetzt ist und der hat uns da zugesichert, der Verkehr Richtung Ungarn, sprich die ungarischen LKW, die Verträge dort mit den Baustellen gehen langsam dem Ende zu und neue sind voraussichtlich nicht zu erwarten, also wird es dann sowieso zurückgehen, laut Betreiber, mehr kann ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall danke für dein Engagement für die Gemeinde. Bitte. Und wir hoffen, dass sie das Ganze zum Positiven wendet. Danke. Gut, Dankeschön. Danke. Als nächstes ist vorgesehen, die gesammelten Unterschriften mit Vorschlägen zur Verbesserung der Situation an den zuständigen Landesrat Magister Heinrich Dorner zu übergeben.